Ey, Mangold ist totgegangen. Mike Sees ist totgegangen. Schaut euch die Typen mal an. Aber du hast ein Aggressionsproblem. Das nächste toxische Pärchen, das direkt Schluss gemacht hat. Das ist so toxisch bei euch. Falls hier heute irgendwas durchs Bild flattert, ich habe heute in der Nacht so einen kleinen Falter hier eingefangen und ich kriege ihn nicht durchs Fenster raus. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 von dem Sommerhaus der Stars irgendwo in Deutschland, glaube ich. Heute geht es natürlich um Erik und seine Perle. Nein, es ist eigentlich das Streitsthema Nummer 1, die Beziehung, die nicht wirklich funktioniert, die keine Beziehung ist. Deswegen würde ich jetzt sagen, viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Jetzt geht der Kindergarten los. Weil du ein Arschloch bist. Komm doch zu mir und frag mich, ob ich Stimmung gegen dich gemacht habe. Das ist für mich verlogen, hinterfotzig und deswegen kriegst du meine Stimme. Das Team Hyperaktiv Öseland, das wurde letzte Folge schon rausgeworfen, weil sie einfach viel zu anstrengend waren. Und ja, eben das zweite Thema heute ist das Problemkind-Fall-Beziehungs-Dingsbums Erik und Katha. Dann habe ich in sein Handy geguckt, wo drin stand, dass es alles nur Show war, um mich zum Sommerhaus zu überreden. Was? Das, was du machst, ist wirklich jemand ficken. Ich fühle mich gerade so verraten. Aber bevor die beiden sich jetzt wieder fetzen, geht's beim anderen Problempärchen, beim Ösi-Pärchen, mit dem Kippen-Opi noch ein letztes Mal in den Ring. Total enttäuscht, ne? So ist das Leben. Euer Verhalten ist einfach schlecht. Euer Verhalten? Ja, deins ganz besonders. Wo ist da mein Verhalten schlecht? Weil es schlecht ist. Ich hab einfach gemerkt, dass... Ein Eier sehen. Merkst du das eigentlich nicht? Das Verhalten von einigen Kandidaten dort ist, ich sag mal, fraglich, aber ja, Marcel ist auf jeden Fall sehr... too much. Also er übertreibt ständig. Du bist nicht der Größte und der Beste. Es gibt immer besser. Ja, das ist Show, Mario. Das ist Show. Ich bin 53, könnte dein Vater sein. Heute Morgen lauft ihr vorbei, sagt mir immer guten Morgen. Ihr seid schlechte Verlierer, ganz einfach. Es gibt schlechte Verlierer, aber halt auch genauso schlechte Gewinner. Und immerhin gibt der Marcel zu, dass das Ganze nur eine Show ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er privat wirklich auch nicht so ist oder auch vielleicht schon. Voll dem. Also wegen dem kriegt der Sender... Wegen denen zwei kriegt ihr keine Sendezeit. Bleiben die Leute nicht am Bildschirm wegen denen zwei. Das ist sicher. Mit dem Verhalten keine Chance. Keine Chance. Ja gut, aber so ein Kippen-OP, der dauernd nur da sitzt, andere kommentiert und sonst nichts auf die Beine stellt, der ist auch kein großer Vorteil für dieses Format. Das wird auch mit der Zeit, glaube ich, nur anstrengend werden. Erik und Katha gönne ich gar nicht. Müll. Ich glaube auch, dass absolut deren Müll, dass die beiden. Beziehung, komplett Trash, die beiden. Tschüssi, Kader. Wie gesagt, die Trash-Beziehung schauen wir uns gleich noch an. Jetzt ciao, ciao Österreich und ab zum ersten Safety-Spiel. Scheiße, wird man nach oben gezogen? Ja, diesbezüglich wird gern entgegengekommen. Mhm, und wenn ich dieses Auto sehe, dann kommt das Trauma wieder hervor. Ich denke mir nur noch, Scheiße. Welcher Typ da letztes Jahr ausgerastet ist und was mit diesem Typen los ist. Ja, aber du kannst doch nicht in der Höhe Auto fahren. Ach du meine Güte. Müssen wir aufs Dach klettern? Auf jeden Fall geht's hier physikalisch ab. Ja, bei dem Gehirnvolumen auf jeden Fall. An dem Auto befinden sich 9 Buchstaben, welche ein Lösungswort ergeben. Hutablage. Hut. Wo ist eine Hutablage hier? Ich weiß auch nicht, was Hutablage ist. Da vorne. Das ist Motorhaube. Also ich erwarte ja wirklich nie viel von diesen Kandidaten. Maximal so die Intelligenzspanne eines 7-Jährigen. Aber manchmal da zeigen sie mir neue Dinge auf. Hier kann ich drauf treten. Hier, langsam und schnell. Langsam und schnell, inklusive einem Blick, der nicht motivierender sein könnte. Und die Kada, sie möchte es, wie möchte sie es haben? Feuchtigkeit. Wasser, 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 weißt du? Wasser, 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 Scheiße, Scheiße, Scheiße. Von Wasser zu Scheiße, Kada findet auf jeden Fall immer das ein oder andere passende Wort. Feuchten erstmal das Auto überall mit Wasser. Warum denkst du denn nicht? Ich kann doch nicht an alles denken. Warum habe ich dich überhaupt hier mit? Warum bist du überhaupt hier? Ja, schwierig ist es. Auch wenn alles genau in der Anleitung stand, musste sie an eine Sache denken. Man muss das Auto abputzen, um die Buchstaben zu lesen. Oh, Brain. Auch Team Nikotin darf endlich ziehen. Wie kann man Autos so dreckig machen? Ich würde sagen, das Auto ist sauberer als meins. Ja. Warum ist in dem Z hier noch so eine Mitte so? Erik, das ist ein ganz normaler Buchstabe dann. Nein! Der Strich in der Mitte beim Z?
Es ist ein, ja, aber ein Z hat doch keinen Strich in der Mitte. Natürlich hat ein Z einen Strich in der Mitte. Das Z mit Strich muss man auch erst kennengelernt haben, aber Cosimo und seine Adeline, die können leider noch keine Erfolgserlebnisse feiern. Baby, rubbel doch. Du kannst doch so gut rubbeln. Rubbel einfach. Oh Gott. Ja, wenn's nicht triefend feucht ist, dann bringt das ganze Gerubbel nichts. Auch in diesem Spiel nichts. Zuneigung. Ich wäre hier wirklich ohne Patrick aufgeschmissen. Also alleine könnte ich das auch überhaupt nicht. Geil! Cosimo wäre auch aufgeschmissen, denn der ist planlos. Wusst ihr wissen, was Nutzigung ist oder Ningung? Das sind Wörter, die benutze ich nicht. Ich schrei jetzt nicht. Du weißt, ich bin von der Streets. Ich benutze solche Wörter nicht, Nugugun. Sind wir so dumm oder was? Ich will ja nicht Ja sagen, aber vielleicht sollte man etwas mehr lernen, damit man ab und zu ein bisschen mehr weiß. Abgefuckt. Ich bin abgefuckt, glaub mir, richtig abgefuckt. Abgefuckt des Todes. Wir verlieren langsam Respekt. Das kotzt mich an hier. Der Respekt ist bei Cosimo zurzeit aber an zweiter Stelle, denn das eigene Ego, das ist ganz weit vorne und das ist anscheinend nicht ganz so gesund. Warum regst du dich denn so auf? Ja, weil ich nicht rausfliegen will. Hast du das Beste gegeben, oder? Ich will auch Gewinner sein, einmal in meinem ganzen Leben. Dumm, aber richtig. Oh, also die Aussage, die tut auf jeden Fall im Inneren weh. Genauso weh tut's das Hobby vom Kippen-Opi. Fackelstab entfacht und Schicht im Schacht mit Zichten schmacht. Liebe Kinder, nicht zu Hause nachgemacht. Definitiv. Und die nächsten Problemzonen bitte auch nicht zu Hause nachmachen. Erik, willst du nicht einfach ruhig sein? Es war einfach, ich bin einfach... Bitte, kriegst du gleich einen Maulkorb an. Ich bin reingekommen, ich habe nicht viel gesagt. Ich verstehe jetzt nicht, wo das Problem ist, Katar. Ja, ich weiß, du verstehst nie das Problem. Langsam aber sicher baut sich mal wieder die tägliche schlechte Stimmung auf. Heute ist sie noch nicht ganz am Höhepunkt, aber sie wird heute definitiv zum Höhepunkt kippen. Hatten wir gar keinen Lappen? Was denn für Lappen? Diese zwei Lappen, oder? Kostbare Lieferung fürs Sommerhaus. Was kam beim Spiel des Tages raus? Uiuiui. Antonia und Patrick, das richtige Lösungswort genannt. 9 Minuten. Glückwunsch, die beiden sind in der nächsten Rauswurfnacht safe, aber gut, bei diesen Konkurrenten war es halt auch wirklich nicht schwierig zu gewinnen. Weißt du, was bei uns das Problem ist? Also, ich habe die Doris mal massiert, auf dem Tisch. Jetzt musst du aber nicht weitererzählen. Und da muss die drauf. Geil geworden, bitte. Ach, die Geschichten vom alten Rammelkanickel. Wollten wir das alles wissen? Nein. Definitiv. Und hat's ihr damals Spaß gemacht? Nein. Aber gut, wir wissen ja auch, wieso, ne? Hat er uns letzte Folge erzählt. Lieber Gott im Himmel, schenk mir einen größeren Pimmel. Und der große Mann mit dem kleinen Gerhold muss dann einfach noch ein bisschen weiter labern. Oh. Jetzt sag aber nicht, du hast noch nie auf den Tisch gefüllt. Verwissen aber. Da können wir sich gar nicht. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Und sie schaut einfach nur so drein und denkt sich, mit mir bestimmt nicht, aber vielleicht mit einer anderen hoffentlich nicht. Lieber mal schnell runterkühlen. Spielezeit. Baby, come on, wir sind jetzt voll ready. Ja, ich zieh gerade meine Schuhe an. Ich weiß gar nicht, wo meine Schuhe sind. Ich bin seit einer Woche barfuß unterwegs. Okay, let's go. Was misst man mit der Scoville? Skala. Scoville. Größe eines Menschen. Meine Antwort ist Wasser. Ja, jetzt immer gefickt. Ja, da sieht man mal wieder, die Kandidaten, die sind außerordentlich klug. Denn Menschen und Wasser misst man beide in Scoville. Mhm. So, 63 minus 17. So dumm bin ich nicht. Mach dir mal keine Sorgen. Bitte. Ich hab schon doch die Antwort. Das ist 27, weiß ich doch. Bist du verstrahlt hier? Ist er tatsächlich vielleicht. Aber nicht nur er scheitert an den einfachsten Aufgaben, auch sie. Ist die etwas weniger helle Kerze auf der Torte. Was? Substantiv von tolerieren. Also tolerieren. Die Frage bezieht sich auf das Wort tolerieren, ja? Ich kenne das Wort Konstantiv. Konstantiv, Imperativ, Superlativ und ach du meine Fresse, die Hirnabstinenz, die lässt auf jeden Fall grüßen. Symmetrische Tätowierung Oberhals des Steinbeins. Symmetrische oberhalb des Steinbeins. Ich frage mich wirklich manchmal, ob sie überhaupt die Volksschule abgeschlossen haben. Aber jetzt schauen wir wieder mal zum Problempärchen. Ja, sie nicht immer so reden, so mit Show, Sendezeit. Damit haust du mich selbst in die Pfanne. Und auch dich selbst. Das sag ich dir nochmal, weil du
kommst dann auch in ein schlechtes Licht. Es gibt keinen Tag, an dem wir uns nicht streiten. Und der Plastikkranzträger Erik, er weiß natürlich ganz genau Bescheid, wieso jeder Tag in einem Streit endet. Das Problem ist, sie hat ein Talent dafür, mich dumm dastehen zu lassen. Oh, Erik. Das ist aber so. Ich habe noch nie eine Freundin gehabt, die mich so runtergeholt hat. Na, dann soll er jetzt froh sein, dass er endlich mal eine gefunden hat, die das jeden Tag für ihn macht. Und eine, die jedes Mal mit ihm zum Klo geht, weil er nicht selber kacken kann. Ja. Du machst dich ja schon selbst zum Clown. Die Frage ist doch hier, schmeckt dir mein Sperma? Ja, Erik, oder nein? Bitte, das ist zu viel des Guten. Weil das Problem ist mit deinem... Nein, aber das Problem ist zurzeit definitiv er. Denn mit solchen Aussagen, da kippt die Stimmung halt einfach noch viel schneller. Und sie ist ja sowieso schon schlecht. Und naja, dann endet das Ganze mal wieder in dem fetten Drama. Und dann red alleine, dann Nein. Geh ich aus dem Bild raus und dann redest du bitte allein. Nein, Katha, du hast Sachen. Katha, setz dich bitte hin. Warum? Damit du das auf der Kamera festhalten kannst, wie ich da heule. Das meine ich. Erinnert mich alles zusammen wieder viel zu stark an letztes Jahr. Ein Typ, der extrem weird ist, eine weinende Frau, die aus dem Bild geht. Nur der Unterschied, dass der Typ dieses Jahr nicht komplett ausrastet, ne? Zum Glück. Und ich stehe im Endeffekt immer wie der Böse da. Ja, er sitzt eher wie der Böse da. Du lügst doch auch. Du machst mich im Endeffekt schlecht. Erik, du bist schlecht, ganz ehrlich. Komm, sag, was du willst. Ich warte hier. Ich sag zu allem Ja und Amen. Sprich dich aus, hör mal. Erik, du hast ein Aggressionsproblem, ganz einfach. Aber das sind jetzt neue Worte, die haben wir letztes Jahr nicht gehört. Die hat die Frau letztes Jahr nicht über die Lippen gebracht, weil wir wollen nicht wissen, wieso. Und die nächste Szene, ich verstehe nicht genau, was sie da sagt. Das ist unglaublich. Irgendwas mit Gewalt und Bekommen? Nee. Dass ihr rausgeht, ist das okay. Oh nein. Oh. Das ist so extrem, diese Beziehung ist so extrem, bei dem so von hoch zu tief und es ist einfach nicht gesund. Genau, und gut, dass es dieses Jahr auch einer Kandidatin auffällt, denn der Produktion, da kann es nicht auffallen. Die sehen das natürlich in den Interviewbereichen, aber die machen ja nie was dagegen. Und jetzt fällt es zumindest auch den Leuten in der Show auf. Wird aus dem Nichts wieder aggressiv. Verpiss dich, Erik, ganz ehrlich. Das, was du machst, ist meine Karriere zerstören. Zu 100%. Welche Karriere ist hier die Frage? Ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal bei Ex on the Beach gesehen. Aber sie muss sich auf jeden Fall Gedanken machen, falls sie mal einen neuen Job sucht und dann der Arbeitgeber sie mal googelt. Nein, ich will zumindest hier noch durchziehen. Ich habe mich jetzt schon vor Deutsch blamiert. Jetzt kann ich auch noch eine Woche länger bleiben und mich blamieren. Der Ruf ist durch. Das stimmt natürlich. Einmal RTL-Kind, immer RTL-Kind. Aber wie sieht's denn dann mit dem eigentlichen echten Leben in dem echten Job aus? Ich bin hier reingekommen. Mir wurde gesagt, ich kann keine Führungsposition mehr einnehmen. Ich habe das aufgegeben für ihn, weil der pleite ist. Kann natürlich auch gut sein, aber Glauben schenken kann ich beiden Personen nicht wirklich. Also das muss man alles, glaube ich, mit sehr viel Vorsicht genießen. Tut mir leid, dass ich das sage, aber das ist so toxisch bei euch. Für so eine Beziehung hätte ich gar keinen Nerv. Das ist ja nicht gesund, was ihr führt. Warum? Der macht einen ja wirklich kontinuierlich fertig. Dann ist er nicht der richtige Mann für dich. Genau, und wenn beide merken, dass es nicht passt, dann sollte man sich wirklich trennen. Denn jetzt an so einer Persönlichkeit zu schrauben, ist natürlich extrem schwierig. Und die Frage ist überhaupt, ob es funktionieren wird. Dann müssen wir eben getrennte Wege gehen. Wir machen das danach öffentlich, ist kein Problem. Dann zeigen wir alle unsere Beweise, bumm, legen wir alle hin. Und dann können wir gucken. Und dann kann jeder entscheiden. Warum musst du denn schon wieder etwas öffentlich machen? Ein richtiger Promi muss natürlich alles öffentlich machen. Und wo macht man das am allerbesten? Im Internet natürlich. Und auf welcher Website? Jedes Mal, wenn wir Streit haben, kommt, das machen wir öffentlich. Ich rufe Promiflash an, ich sag denen alles. Katha, erzähl doch keine Scheiße. Promiflash, die Seite, die jeden Affen, der einmal im Fernsehen gepupst hat, zu einem Promi macht. Das ist einfach die allerbeste Seite. Sie stellt mich in schlechtes Licht da. Das ist ein Image-Schaden für mich. Ey, Mangold ist totgegangen, Mike Sees ist totgegangen. Bin ich der Nächste? Mangold zu Recht, sie ist ebenfalls zu Recht. Ich meine, schaut euch die Typen mal an. Ich will da nichts dazu sagen, aber... Bildet euch eure eigene Meinung zu denen. Und ich habe gar nichts so Schlimmes gemacht. Warum bist du da mit mir zusammen, wenn du so findest, dass ich ein Monster bin? Ich bin kein Monster, verdammt. Und du erzählst auch Lügen hier. Guck mal, ich stehe für Reality. Hör so. Hör auf zu reden. Ja, aber er muss viel reden. Es ist immerhin schon sein zweites Format, in dem er drinnen ist. Und wer weiß, vielleicht wollen ja beide ihre Social-Media-Karriere pushen und machen deswegen zusammen ein falsches Spiel. Psychologie ist das ja. Nichts weiter. Ist ja vorhersehbar. Die pfeffern hin und her, wo ich denke, warte mal, das hatten wir doch schon mal, so eine Situation. Und das alleine ist schon meines Erachtens verabredet. Kann auch gut sein, ich weiß nicht. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass sie einfach alles zusammen machen
um eben das Ganze ein bisschen hochzupushen und sich dann im Endeffekt vielleicht auch doch zu trennen und eigene Sachen zu machen. Erpressen, drohen, alles so, das sind einfach so Dinge, die einem auch so persönlich runterziehen. Weil ich finde, kannst du mir auch nicht mehr ansehen, wie Erik seine Freundin behandelt hier. Ja, das konnten wir uns letztes Jahr auch sehr schwierig ansehen, wie das Ganze mit dem toxischen Verhalten war. Nur, dass manche Personen eben dann doch noch genug Zeit haben, vielleicht andere Personen zu überreden oder irgendwie zu verwickeln, dass das Ganze dann doch noch weiterläuft. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nur denken. Durch die Nummer hier habe ich so einen kranken Image an, dass ich so Probleme bekommen werde. Erik, ich bin nicht mehr vorzeigbar. Deshalb wollte ich nicht mit rein. Im Endeffekt ist sie aber natürlich selber schuld, dass sie hier mitgemacht hat. Aber gut, die RTL-Karriere, die läuft jetzt steil an und die Formate, die werden sie schon beglücken, hoffentlich. Wir machen beide Schluss, dann ist scheißegal. Das meine ich gerade, das merkst du. Ihr fahrt euch immer mehr genau, in die Wand. Genau. Herzlichen Glückwunsch, Erik. Im Fernsehen Schluss gemacht. Das ist sogar ein Kater, Tipp für dich. Perfekt. Das nächste toxische Pärchen, das direkt Schluss gemacht hat. Und ich hoffe mal, dass es dabei bleiben wird. Nächstes Mal. Mit mir wurde gestern vor laufenden Kamera Schluss gemacht. Das ist ja peinlich. Du erniedrigst dich ja selbst. Noch ein letztes Mal geht's um das Problempärchen des Jahres. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal da oben abonnieren. Ich glaube, die Folge kommt schon früher als gedacht. Hier oben werde ich die Folge von AYTO verlinken, die letzte. Hier unten die andere Staffel, die letztens gelaufen ist, und zwar Ex on the Beach. Und dann sehen wir uns demnächst. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Kranke Beziehungen.